Der Museumshafen Övelgönne ist ohne Zweifel ein ungewöhnliches Museum, hauptsächlich, weil es gar kein Museum ist. Den Anspruch, an einem Ort für gelehrte Beschäftigung nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten Dinge zu sammeln und zu präsentieren, kann und will der private, ehrenamtlich geführte Verein nicht erfüllen. Dennoch haben die Mitglieder seit 1977 Pionierarbeit geleistet und Maßstäbe gesetzt. So ist der Museumshafen Övelgönne der älteste deutsche Museumshafen in privater Trägerschaft und mit Schiffen in Vereinseigentum. Dazu gehören segelnde wie unter Dampf fahrende Schiffe sowie Hafenumschlagtechnik. Die Vereinsmitglieder vermitteln den Besuchern einen lebendigen Eindruck von den Schiffen, ihrer Technik und deren Bedienung, von außen wie von innen. Außerdem laden die Crews regelmäßig zu Mitfahrten ein, etwa auf dem Feuerschiff Elbe 3. 1888 als Leuchtschiff Weser in Fegesack gebaut, gehört es zu den ältesten Schiffen im Hamburger Hafen. Bis 1966 lag das Feuerschiff als schwimmendes Schifffahrtszeichen in der Wesermündung, bis 1977 in der Elbmündung. Zwei Jahre später übernahm der Verein Museumshafen Övelgönne das mittlerweile 125 Jahre alte Wasserfahrzeug als Museumsschiff. Die Fahrten auf der Elbe oder auch bis Kiel und Flensburg sind zweifelsohne eine Freude für jeden Schiffsliebhaber, etwa beim Blick in den alten Maschinenraum. Aber auch ganz normale Menschen kommen mit Sicherheit auf ihre Kosten, wenn die Elbe 3 gemächlich vor sich hin tuckert. Die Kosten sind moderat. Je nach Turn liegt der Preis irgendwo zwischen 25 und 50 Euro pro Erwachsenen. Die Bordgastronomie ist gut und letztendlich hilft jeder Euro beim Erhalt der Traditionsschiffe. Nähere Informationen und konkrete Tourdaten gibt es online unter museumshafen-övelgönne.de. Wer statt Internet lieber Postkarten mag, kein Problem. Die Elbe 3 hat sogar einen eigenen Schiffsposteststempel. Und ganz ehrlich, beim Anblick der heutigen Ozeanriesen tut ein wenig Seemannsromantik ausgesprochen gut.